Liebe Leute, willkommen zurück. Wir haben Großes vor, sehr, sehr, sehr Großes. Wir planen die Invasion von Polen. Polen-Litauen, um genau zu sein. Und seiner Verbündeten. Alternativ greifen wir die Walachei an und gehen dann in nach Polen. Läuft aber letztlich darauf selber hinaus, nämlich dass wir uns endlich nach vielen kleineren Kriegen, die die Osmanen immer weiter zurückgedrängt haben, nachdem wir Kandahar genommen haben, nachdem wir die Krim besetzt haben. Nach all diesen kleineren Geschichten, selbst Ungarn, ja, das war nicht viel, das war nicht groß. Aber jetzt widmen wir uns wirklich großen Aufgaben. Jetzt gilt es so langsam. Wir haben uns emporgearbeitet zu einer Großmacht. Und jetzt wollen wir aber wirklich, jetzt wollen wir wirklich Weltgeltung erreichen. Oh. Aber vor der Weltgeltung, ja, wo wir in andere Länder einmarschieren, müssen wir unser eigenes Land erstmal kontrollieren und dafür unsere Truppen kurz zusammenziehen. Da warte ich, bis die anderen 20.000 noch da sind. Dann sammeln wir uns, regenerieren uns noch ein bisschen. Es kann auch nicht sofort losgehen, ja, aber so viel sei gesagt, Krieg liegt in der Luft. Ich hoffe natürlich, dass die osmanischen Rebellen mir vielleicht in die Arme laufen. Das wäre es ein bisschen einfacher machen. Ansonsten gleich mit allen Mann voll rauf. Na gut, mit. Oh, sie kommen nach Ankara. Das ist absolut hervorragend. Okay, besser kann es nicht sein, weil Ankara bergig, Hochebene, gibt ordentlich Bonuspunkte für uns. Und schont unsere Rekrutenreserve. Schauen wir mal direkt rein. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Sie haben mehr Disziplin als wir, aber die Moral, die ist geschwächt. So, wo kann ich die Truppe zwischenparken? Wo macht es Sinn? In Zagreb und Karaman vielleicht. Und dann gucken wir uns mal an, wie wir angreifen können. Und da ereilt uns quasi der Ruf zu den Waffen. In einem relativ schlechten Moment. Weil Russland muss uns natürlich folgen in diesem Krieg. Alleine ist noch zu schwierig, glaube ich, fast. Gegen Baschirien und die Blaue Horde. Wo ist denn. Ah ja, gut, das ist ein kleiner, begrenzter Krieg. Die müssen wir uns auch nicht einmischen, denke ich. Das können sie allein nicht. Ich weiß gar nicht, warum sie uns reinrufen. Ja, 135.000 Mann Infanterie lediglich. Ja, gegen 13.000 Mann. Wundert mich übrigens, dass so wenig Kavallerie ist. Russen scheinen überhaupt keine Kavallerie zu haben. Schluck Wasser zwischendurch. Die Militärtech, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen vorher. Ja, was ist das? September 27, also gute ein, 2 Jahre. Ja, 2 Jahre. In 2 Jahren geht's los, aber das bei dem Tempo gerade gehen wir da ziemlich schnell durch, würde ich sagen. Wo Tempo? Ich weiß. Wir zahlen durch gerade so viel Gold, weil wir die Armee erfrischen. Neue Truppen integriert werden müssen. Und weil jetzt die Festungen noch hochgefahren worden sind. Die ich tatsächlich dann auch deaktiviere, trotz Kriegszeiten. Vielleicht nur die eine hier in. Die lasse ich oben, in Theodoro. So ein Krieg, in dem sie eigentlich fast alles nehmen können, würde ich sagen, ne? Also das sind ja hier wirklich kleinste Provinzen, die nicht so viel wert sind. Ich weiß ja gut, nicht die komplette goldene blaue Horde. Warum heißt die blaue Horde plötzlich? Das verstehe ich nicht.
Ist das ein Übersetzungs... Ist doch ein Übersetzungsfehler, oder? Ist doch Quatsch. Naja. Auch noch einen Anspruch aufbauen. Wieder weg. Wird schon so oft erneuert. Aber immer wieder auslaufen lassen. Es wird also wirklich Zeit. Zeit, dass wir hier nicht nur einen Anspruch Sonne haben, sondern auch eine byzantinische Flagge in den Städten wehen haben. Wir sind leider jetzt ein bisschen angeschlagen, gerade durch die ganzen Aufstände, diese kleinen Kriege, die zehren natürlich auch ein bisschen an der Rekrutenreserve. Maximum 52.000. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal am Maximum unserer Reserve waren. Aber ich habe einen Krieg versprochen und einen Krieg sollt ihr haben. Na, immerhin Ruhe an der Heimatfront. Jetzt kommen die wirklich zu uns, ne? Und die Russen so einen Quatsch veranstalten. Was machen unsere anderen Verbündeten? Savoyen könnten mal wieder ein bisschen... Ja, Gold sollt ihr bekommen. Von mir aus müssen wir die Beziehungen wieder ein bisschen verbessern. Nicht so schön. Das sehe ich wirklich nicht ein, jetzt hier Truppen zu verbraten gegen die. Das können die Russen mal schön alleine machen, da brauchen sie es wirklich nicht für. Gucken schon mal, was die Armeestärken dann sagen, ja? Russland, 120.000 Mann unter Waffen. 166 Truppenlimit, eigentlich nur noch knappe 18.000 Reserve. Dann Ming Aragon. 100.000 bei der Ming. Ja, aber Ming mittlerweile technologisch zurück. Die muss man vernachlässigen und spielen hier natürlich auch keine Rolle. Aragon nach wie vor vor uns. Auch die Mamelucken haben erstaunlich viele Truppen. Also auf die müssen wir natürlich echt achten, ehrlich gesagt, ne? Die KI macht sowas nicht so oft, meiner Meinung nach. Aber manchmal erwischt man sie dann schon dabei. Ich lasse den Hund hier mal weiterlaufen. Erwischt man sie dann schon, dass sie... Echt clever das Nutzen, ne? Sagen wir jetzt den großen Krieg. Ist mir schon passiert, dass sie dann uns von hinten quasi angesprungen haben. Und die Situation einfach ausgenutzt haben, dass wir geschwächt sind, dass wir abgelenkt sind. Und dann Frankreich, Frankreich, Burgund, aber müssen wir quasi zusammenzählen. Dann kommen die schon so ungefähr auf die Stärke von Russland. Aber viel interessanter nicht Polen. 50.000, Litauen 40.000. Und wir bekommen einen kranken... Ja, ich verzichte ein bisschen auf die Autonomie. Beziehungsweise ist ja nur die Verringerung der Autonomie. Also gute 100.000 Mann zusammen. Wenn ich die Walachei angreife, ne? Und das ist die Frage, ob Wosam mir folgt, wenn ich die Walachei angreife. Ich warte aber noch einfach. Jetzt muss ich sowieso erwarten, dass dieser Krieg hier vorbei ist, ganz klar. Sammeln uns schon mal langsam. Immerhin gewinnen wir 430 Mann monatlich dazu. Das heißt, jeder Monat, den wir warten, der hilft uns definitiv, unsere Reserven so ein bisschen aufzufüllen. Die Reserven von Polen-Litauen, die sind aufgefüllt. Und ich favorisiere ehrlich gesagt auch eher einen Angriffskrieg auf die Walachei. Bedeutet Umkehrschluss, wir können nicht so viel von Polen und Litauen nehmen. Aber es ist der leichtere Krieg als jetzt... Polen, Litauen und die Walachei und Mailand anzugreifen. Frankfurt, selbst Frankfurt hat sich, na gut, drei Provinzen. Aber die Mailänder, da tippe ich mal auch, können jetzt gleich nochmal nachsehen, werde ich auch nochmal machen, aber es ist locker 40.000. Ja, mehr Stabilität, sehr gut. Weil die so wertvolle Provinzen haben hier. Unsere die Größe unseres Landes spiegelt jetzt nicht unbedingt unsere Stärke wider, weil... Ja, wir sind schon größer als die meisten anderen Staaten hier, aber wir haben halt nicht so hochentwickeltes Land. Das gibt's dann halt eher hier in der Region, in Italien. Aber da kommen wir als nächstes hin. Erstmal schaffen wir uns quasi einen freien Rücken hier gegen Polen und Litauen, weil sie in ihre Schranken
Und dann der größte aller Kriege um Italien. Und selbstverständlich müssen wir uns auch noch mit den Mamelucken anlegen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch große Gegner für uns, die warten. Polen, Aragon und die Mamelucken. Und alle einzeln gesehen sind sie uns noch überlegen. Das muss man so sagen. Wir sind mittlerweile eine Großmacht, aber noch nicht die größte. Mehr Soldaten werden uns helfen, aber das auszugleichen. Das will ich nicht. Das kann ich selber haben. Hier. Bitte. Beendet den Krieg. Es wird Zeit. Wir nähern uns auch dem Jahr 27. Ja, wir können dann gleich die Tech noch mitnehmen. Nationalisten ist okay. Ja, das ist kein großer Stress. Fehlt noch die eine Festung, okay, von mir aus. Warten wir drauf. Ging jetzt doch irgendwie auch schneller, als ich dachte, ne? Jetzt schon, ja, wir haben uns schon Mitte, schon wieder, naja, gut, Viertel des Jahrhunderts rum. Hochzeit. In diesem Jahrhundert. Ich glaube, das meine ich am Anfang. In diesem Jahrhundert wird es entschieden, welchen Platz wir am Ende einnehmen werden in der Welt. Ist nicht die wichtigste Tech jetzt hier, wie ihr seht, aber immerhin eine neue Kanone. Die danach ist deutlich spannender, wieder mit Militärtaktik, neue Infanterie. Aber die Tech wird erstmal keine Rolle spielen soweit in diesem Krieg, der jetzt ansteht. Überlege euch jetzt eigentlich, überlege euch auf 12, 2 und 6, dass ich mehr Kanonen in die jeweiligen Armeen packe. Das wäre jetzt gerade aber auch eine Geldfrage, ehrlich gesagt, wieder. Ansonsten. Gut, ich könnte jetzt auch alle auf 22 irgendwie bringen und dann noch plus 2 Kanonen überall reinbringen, also wirklich am Limit. Aber eigentlich jetzt noch mehr Truppen aus dem bringt nichts, weil ich muss eigentlich die Reserve pushen, weil unsere Armeen werden bluten. Und jetzt 60.000 oder 65.000 macht eigentlich keinen Unterschied, weil ich muss ja auch wieder auffüllen können. Ich werde die Männer auf jeden Fall brauchen. So, alles ist besetzt, doch noch nicht ganz, okay. Tempo rauf. Da ist der Anspruch gültig, okay, das kann zu. Ich wollte mal die Beziehungen mit Savoyen pushen. An sich sind die Mailänder jetzt natürlich nicht das Riesenproblem, so ich denn Österreich und Savoyen in den Krieg bekommen würde. Ja, dann würden die sich nämlich um Mailand kümmern und ich mich mit Russland gemeinsam um Polen-Litauen und die Walachei. Aber es ist natürlich alles die Optimalvorstellung. Den letzten Anspruch durchdrücken. Wunderbar, Odizien. Können wir abziehen und dann mal ausloten, wer mitgeht, wenn wir gegen wie und was auch immer angreifen. Ein bisschen blöd, jetzt stirbt uns der Missionar schon wieder weg. Der war eigentlich ziemlich wichtig. Naja. Wie sieht's aus, liebe Russen? Ich kann mir vorstellen, wie viel Land die hier noch zu nehmen haben. Mit Kolonisten. Wir haben ganz schwindelig, wenn die jetzt schon so ein hohes Truppenlimit haben. Da waren sie echt gnädig, ne? Nicht mal die Hauptstadt genommen. Aber sich einen Zugang zum Kaspischen Meer verschafft, das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Pause. Wer geht mit? In welcher Konstellation? Ich erkläre Krieg gegen die Walachei. Dann ist Österreich dabei, ist Russland dabei, Savoyen nicht, weil der Krieg zu weit weg ist. Aber Polen-Litauen, ja, sind dabei. Greife ich Polen direkt an. Wo ist Österreich nicht dabei, weil sie Polen mögen? Und ich wäre mit Russland alleine und hätte noch meinen Einsatz gegeben. Okay, dann ist es letztlich entschieden. Wir greifen die Walachei an.
Aber auch wenn die Walachei als Hauptkriegsgegner gewertet wird vom Spiel, dann ist natürlich trotzdem unser Hauptinteresse. Das liegt ganz, ganz klar auf der Walachei. Ohne Frage. Die Flotte schicke ich hier, die zwei Häfen abzuriegeln. Sie haben noch einen einzigen anderen Hafen hier oben, aber das sollte dann Angelegenheit der Russen sein, die Nordsee zu kontrollieren. Positionieren die Armeen, bereiten alles für den Einmarsch in die Walachei. Die Rebellen, puh, ja gut, die nerven halt, ne? Aber was soll ich machen jetzt? Jetzt nicht warten, dass sie dann mal kommen. Könnten tatsächlich überlegen, Karaman. Ja, auch Karaman bekommt Autonomie. Ist da Ruhe in der Front? Bisschen die Einheit pushen, das ist noch so ein Grund für die Unruhen, ne? Warum man uns ablehnt, weil das Land einfach nicht geeint ist im Glauben. Und ja, es wird eher schlimmer. Die Walachei, die ist orthodox, ja? Die wird sich hier ganz gut eingliedern lassen, der Rest nicht so gut. Weil katholisch weniger schlimm ist als da der sunnitische Glauben für die Bilanz. Ich werde die komplett rushen, die 14.000 Mann hier. So ziehe ich die mal noch zusammen. Und dann sammle ich mich. Ja, gehe hier voll gegen die Walachei und ja, rück dann geschlossen die Küste entlang. Ich hoffe, dass Ungarn denen keinen Militärzugang gewährt, dass mir hier nicht in den Rücken fallen können. Beziehungsweise Russland wird hier wahrscheinlich reingehen, deshalb. Wird schon passen. Schade, schade. Ihr seht die Mamelucken. Kommen uns gewissermaßen zuvor und holen sich jetzt das, was übrig ist von den Osmanen. Ah, vielleicht habe ich da gepennt. Habe ich da gepennt? Ja, ich glaube, ich habe da den Waffenstillstand verstreichen lassen, ne, da hätte ich das Land vorher vielleicht nehmen können. Aber das soll jetzt gar nicht unsere Sorge sein. Ja, natürlich dürft ihr Militärzugang haben, wenn es gegen die Mamelucken geht, von mir aus. Früher oder später geht es sowieso gegen die Mamelucken, von daher. Wir haben Wichtigeres im Sinn. Krieg. Unser Kriegsziel ist Ulithion. Österreich und Russland gehen mit. Und lasst uns beginnen. Beginnen mit einem Überfall auf die Walachei. Mitten im Frieden. 100. Was haben wir da? 156.000, 11.000, nochmal 50.000 Kanonen. So gute 100, 200, 220.000 Mann vielleicht. Das kann sich sehen lassen. Stärkste General an die Front. Die Polen und Litauer, die haben halt noch Reserven, ne? Sie werden schon ein bisschen noch nachlegen, was das Truppenlimit angeht. Wir sind überlegen, wir werden es auch bleiben, rein zahlenmäßig, das ist gar nicht die Frage. Was ich übrigens mache, ist Quatsch. Ich sollte nicht so viele Truppen abstellen, um nur so eine normale Provinz zu belagern. Kostet einfach Männer, wenn wir da am Land stehen. Wie immer, auch unsere Verbündeten sollen hier durchaus ihren Teil abbekommen, wenn der Krieg erfolgreich ist. Gerade die Russen. Für Österreich geht es hier um nichts. Die haben einfach keine gemeinsamen Grenzen. Okay, das ist eine interessante Taktik natürlich. Polen geht auf den vermeintlich schwächsten Teil Russlands, und zwar den zentraleuropäischen, das frühere Böhmen. Und da kommen mal eben 100.000 Mann zusammen, ne? Das ist schon ordentlich. Die Russen machen hier oben in Litauen ihre Front auf. Jetzt da ist nur das Problem, dass wir Litauen jetzt nicht separat rausnehmen können. Die sind zwar auf eine Art autonom, aber naja, der gleiche König eben. Österreich, das ist gut, die helfen hier aus.
Eigentlich ziemlich gefährlich, ne? Da hätten sie auch ziemlich absaufen können gerade. Kann sein, dass sie es jetzt gleich trotzdem noch tun, wenn sie ihre Truppen da reorganisiert kriegen, die Polen und Litauer. Aber die scheinen nicht so hin und scheinen ein bisschen hin und her gerissen, ne? Gehen sie hier in die Offensive gegen Österreich oder verteidigen sie gegen Russland? Uns lässt man hier unten gewähren, ganz angenehm. Beide Festungen schon relativ weit. Bis jetzt alles planmäßig. Nur weil ich gerade einen Freien habe, pushe ich in Georgien mal, weil ich darüber nachdenke, sie zum Vasallen zu machen, perspektivisch. Das kann jetzt alles ein bisschen dauern. Lass mal das zu. Geld halte ich erstmal auch quasi Finger drauf. Ja, wird erstmal zusammengehalten. Das während der Krieg läuft. Können investieren. Hier ist erstmal nicht so interessant. Wie gesagt, wir müssen an die Missionarstärke kommen. Gleichzeitig müssen wir eigentlich hier auch weiter hingehen. Produktionseffizienz wäre auch super wichtig. Aber da habe ich schon wieder einen ziemlich hohen Tech-Malus-Zahlen, gehe ich tatsächlich erstmal auf die Idee. Auch wenn es mich Korruption kostet jetzt, dadurch, dass ich, glaube ich, da zu weit gehe. Oh. Da sind wir aber super reagiert. Habt ihr gesehen, da ist uns der Befehlshaber gestorben. Und sofort attackieren sie. Vielleicht ist das jetzt Zufall. Nein, er war gerade noch ein Befehlshaber und plötzlich kommt die polnische Armee. Wann kommt denn die? 27. Meine kommt am 2. Das tut ihnen halt richtig weh hier, ne? Das Terrain ist okay. Okay, sie rücken gleich wieder. Ich schicke trotzdem den 1 Stack. Natürlich nicht alle 60.000 Mann, ist viel zu viel. Ihr zurück, ihr zurück. Noch ihr zurück. So viele Truppen braucht es dann doch nicht im Feindesland. Das kostet einfach, ne? Hier. Der fiese kleine Totenkopf. Aber, oh, okay. So versucht das hier reinzugehen. 26, ja, das schaffen sie natürlich. Ah, wir brauchen einen neuen Anführer. Einen weiteren. Bei 3 Stacks ist es einfach zu. Den verteile ich mal doch an euch lieber. Serbien. Okay, stellen wir die Polen, würde ich sagen. Na, die 25.000 Mann, die haben sich zu weit vorgewagt. Auch das ist okay vom Terrain. Sieht keine anderen Truppen in der Nähe, die helfen können. Die haben eine höhere Militärtechnik. Haben die schon die nächste Militärtechnologie möglicherweise? Das ist ja der Wahnsinn. Da sehen wir jetzt militärisch gar nicht so gut aus, ne? Klar, wir gewinnen es zahlenmäßig, aber moralisch waren wir ungefähr auf einer Ebene. Hab ich nicht gedacht. Wo ist der Feind, ist die Frage. So, hier scheinbar nicht mehr. Österreich, wir können mal kurz gucken in die Chronologie. Gibt es da irgendwas Relevantes? Nein. Größere Schlachten bleiben bis jetzt aus. Ihr seht auch hier, die Stärke hat es noch nicht so wahnsinnig verändert. Wir müssen kurz die Armee ein bisschen reorganisieren. Ja, ein bisschen kurz warten, bis sich die Reserven hier wieder aufgefüllt haben. Ich will mal gucken. Militärtech, wie sieht es aus? Okay, wir sind 18. 18. Litauen nur 16. Die fallen natürlich ordentlich ab. Die Russen bei 16 und die Österreicher auch bei 18. Aber die hat noch mehr Militärtechnik. Ich frage mich, warum? Bin mir nicht sicher, ob es da eine Idee gibt, aber für Militärtaktik? Hier kann man das nicht einsehen, oder? Doch. Ich weiß nicht, was Militärtaktik sonst noch modifizieren könnte. Ich glaube, ich gehe mal auf die Litauer hier drauf.
Ja, wechseln wir wieder so zwischen 2 und 3 das Tempo. Ah, jetzt ziehen sie sich gerade zurück. Na. Okay, wo ist die nächste Festung? Aber da kommt es zur Schlacht. Da gehe ich dann natürlich helfen, ganz klar. Die sind unterlegen. Ich hoffe, dass wir da rechtzeitig hinkommen. Kostet mich jetzt allerdings Männer dahin zu laufen, weil ich sie zu eng quasi staffele. Reicht das? Schaffen wir das? Haltet aus! Rache. Rache für unsere Freunde. Sehr gut. Okay. Und wieder erstmal ins unser Land fallen lassen, die Truppe sich erholt. Kurz ausruhen. Die Walachei ist besiegt. Polen-Litauen halt noch nicht. Das ist der nächste Stack. Die spielen nicht so intelligent, die KI, noch relativ verstreut, bis sie ihre Stacks rumschickt. Normalerweise sind die immer ziemlich geschlossen. Aber vielleicht sind die ein bisschen überfordert, dass sie wirklich eigentlich komplett überall eine Front haben. Na gut, dann geht's gleich wieder weiter. Keine Atempause. Wo kommt es zur Schlacht? Bietet sich an, wir kriegen nur den Malus durch den Fluss da zu attackieren. Hier oben sind eigentlich Litauer. Und das ist ganz schön viel, das zusammen? 50.000? Keine. Doch nochmal 20.000. Ich kann mich echt überlegen, ob ich die Schlacht so nehmen will. Ich glaube, da gehe ich tatsächlich nicht das Risiko. Erstmal wieder nach zurückgehen. Also ich muss, ne? Ihr seht, wenn ich jetzt hier attackiere, rücken die nach. Und dann habe ich viel zu viel Gegner. Sondern auf die besseren Gelegenheiten warten. Natürlich bezahle ich lieber Gold als Macht. Ihr seht, wir sind jetzt schon runter, was die Reserven angeht. Das ist das Problem. Aber dass wir zwar zahlenmäßig deutlich überlegen sind, dass wir allerdings dann, wenn es... Was macht ihr denn da? Wenn es eigentlich darum geht, auch nachlegen zu können, dann verlieren wir. Deshalb bin ich gerade so vorsichtig. Gucken wir kurz in die... Reserven. Russland ist auch schon blank. Wir sind im Prinzip blank. Polen hat, Litauen hat noch 25.000. Wo ist Polen da? Auch 38.000. Österreich sehe ich hier gerade auf den ersten Blick gar nicht. Da Österreich. Ja, die haben noch ein bisschen mehr. Hier ist die Frage, wo setzen wir an? Als nächstes und am besten. Könnte versuchen, mich mit den, also zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe hier die Front oder ich tue mich mit den Österreichern zusammen und gehe hier wirklich rein. Gegen Poznan, gegen Krakau. Gehe vom russischen Territorium vor. Das gefällt mir, glaube ich, spontan, wenn ich mir das angucke, mit besser, mich mit den Österreichern zusammenzuschließen. Weil hier ist es schwieriger, dass die Russen einem dann auch wirklich helfen, weil die mehr da oben aktiv sind. Ich lasse die Stacks aber... Das ist so eine Kunst, die dann halbwegs getrennt marschieren zu lassen. Ohne, dass sie sich verlieren. Kommt das hier zur Schlacht? Kommt das oder auch nicht? Ich weiß nicht, ob sie sich trauen. Nicht so wirklich, ne? Shit.
wäre sonst mit reingegangen. Aber es ist gerade wichtig, weil wir halt schon so, ja, an der Grenze jetzt sind. So letztlich haben wir jetzt alles, was wir hatten, nachgelegt in den Armeen. Wir können die Feinde zwar schlagen, aber sie können halt immer noch neue Leute reinrufen. Auch wichtig hier, dass die Front hier auch hält. Nicht, dass die Polen dann da irgendwo reingrätschen. Und möglicherweise Russland irgendwie ganz spektakulär rausnehmen können. Wir haben im Zweifelsfall immer den Ausweg, dass wir Krieg in die Walachei führen. Und die Walachei, die ist runter. Die machen Frieden, so oder so. Aber darum geht's ja gar nicht. Ne? Es geht ja eigentlich wirklich um so viel mehr. Wir erobern erstmal Ratibor zurück und gehen dann weiter nach Krakau. Wo sind die anderen? Da. Na, da kommen die Polen. Hab's befürchtet, wenn man sie machen lässt, kommen sie. Können eigentlich gleichzeitig Krakau angreifen. Es wäre einfach wichtig, Polen wirklich mal jetzt einen Schlag zu versetzen. Die Russen kämpfen bisher ziemlich ineffektiv, muss ich sagen. Für ihre Truppenstärke, wenn ihr guckt, was haben die hier besetzt im Osten, gegen die schwachen Litauer, ne? Wohlgemerkt. Nicht so viel. Die holen sich jetzt hier natürlich zurück. Und fegen auch in unser Land hinein. Aber das ist okay. Den 1-Deck ohne Anführer, den halte ich immer so ein bisschen in der Hinterhand, in der Reserve. Und jetzt schaffen wir es auch wirklich mal, Türme und Festungen anzugreifen. Gerade hier, was im Reich, das polnische Gebiet hier, ist jetzt relativ unverteidigt. Kann sein, dass die Russen ihn gleich fürchterlich auf die Nase kriegen. Mal sehen. Also Dresden. Dresden brennt. Krakau brennt. Und Warschau, die Hauptstadt, brennt auch. Das ist ein ganz guter Zug, erstmal unsere Heimat, unsere Front zu entblößen und dafür aber ins Kernland Polens vorzudringen. Gemeinsam mit den kompakten Österreichern. Das ist eigentlich Quatsch, was ich da mache, 100 Monate zu warten. Nee, das ist wirklich nicht wert, das kostet so viel Geld. Am Ende für nichts eigentlich. Da müssen wir auf den Bonus warten. Ich nehme hier mal 2000 Mann raus, die ich nur dafür benutze, um einfach die Provinzen zu besetzen, die keine Türme haben. Dresden ist unseres. Berlin, auf nach Berlin! Wenn ihr so genau hinguckt, ja, Berlin wird belagert. Genau hier quasi, in dem Häuschen. Da nehme ich gerade auf. Von da aus. Wo sind die Österreicher? Da. Ja, ich hole mir wirklich jetzt erstmal den Teil hier. Push auf die Türme. Was ist das? Magdeburg. All die Festungen. Da holen sie sich in Teil zurück, aber ist alles noch okay. Guck nur schon mal, wie viel ich fordern könnte, aktuell. Wenn ich Frieden mit ihnen machen würde. Nicht mal ganz. Okay. Es läuft wirklich eher auf separat Frieden raus mit Polen.
ein unglaublich breiter Krieg. Ja, die Polen gehen jetzt hier unten, die Polen, schon die Österreicher. Gehen wir um gegen die Walachei in die Front. Einmal getauscht. Ah, sie haben sie gerade verloren, da sind die Österreicher noch nicht da gewesen. Jetzt kommen die Polen. Und mir überlegen, ob ich sie mir schnappe. Aber, na, 40.000 Mann, wenn ich die hier bündel. Könnte es wert sein. Trauen sich sehr weit und sehr nah an uns heran. Das mache ich. Pausieren, was passiert? Prestige, ja. Ich lasse Magdeburg nochmal runter. War erst bei 1, ich ziehe die Truppen weg. Schnapp mir die Polen hier. Russen. Aber da kommen noch mehr Polen. Das muss ich fast. Oder die Russen helfen. Ich will die Belagerung nicht aufgeben, aber ja, 7.000 Mann werden die Stellung halten. Oh, das kann böse enden für uns. Jetzt muss Russland schnell genug sein. War ich zu optimistisch? Ja, Russland ist da, alles okay. Gut, gut, gut. So, Truppen wieder zurück. Hier nach Magdeburg. Hier zurück nach Berlin. Und der Rest sammelt sich. Es sieht ganz gut aus, auch wenn wir jetzt die Walachei wieder verloren haben. Ärgerlich. Als Kriegsziel natürlich kostet mich das. Polen allerdings schon runter. Könnten Polen eventuell dann auch rausnehmen, dann ist die Walachei sowieso nur noch. Oh, 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 oh. Polen. Kommt hier plötzlich her. Kleine Attacke auf Berlin, okay. Die Russen sind nicht in der Nähe. Muss ich jetzt so nehmen. Oh Gott. Das verlieren wir. Das ist tatsächlich blöd jetzt gerade für uns. Da hatten sie hier noch mehr in der Hinterhand, die ich nicht gesehen. Dann müssen wir raus aus der Schlacht. Das kostet uns Männer ohne Ende. Ist mal weg. Erstmal regenerieren. Ihr seht, 37.000 Mann fehlen. Das hat uns gerade. Das war, glaube ich, mit die krachendste Niederlage, die wir bisher erlitten haben. Vielleicht mit dem gesamten Spiel, weil ich wirklich. Der eine Stack, der war geschlagen. Den haben wir hier weggeschickt. Und der war auch nicht zu erreichen, weil er hinter den Festungen Magdeburg und Berlin war. Und dann kam da plötzlich nochmal knapp 30.000 Mann um die Ecke, plus die paar aus der Walachei. Die habe ich nicht kommen sehen, das ist das Problem. Aber okay, kein Problem. Kein Problem. Ich werde mal gucken, was ich mit Polen verhandeln kann aktuell. Ein bisschen wird er machen, ne? Serbien, ein bisschen an Polen. Ein bisschen an Russland, Entschuldigung. Mehr nicht. Das ist schon die Grenze. Jeder einzelne Provinzchen. Gut, dann wäre die Walachei quasi offen, aber. Ich weiß nicht gerade nicht, wie viel mehr will ich noch bluten, ne? Weil ich jetzt so krass runter bin. Wichtig natürlich der Hafen. Der kostet, der ist wertvoll. Und dann vielleicht noch eine Provinz an die Russen irgendwie übergeben. Ich glaube, ich mache tatsächlich einen schnellen Frieden mit Polen. Nochmal kurz neu. Also, der Hafen geht natürlich an uns. Smolensk ist schon alleine zu wertvoll, okay. Ja, da kriegt er halt hier noch so eine Provinz für die Russen. Warum nicht? Bisschen Gold. Bisschen mehr. Hier machen wir einen Separatfrieden mit Polen und nehmen Polen raus, schließen uns Mission ab. Wir haben den Hafen, der sehr, sehr wichtig ist, die Donaumündung. Und schnappen uns dann halt die Walachei noch ganz kurz.
Ja, aber sowieso ist das Hauptziel natürlich, das Land hier irgendwie zu nehmen. Ich hätte jetzt ehrlich, klar, was heißt Hauptziel? Ich habe gesagt, Polen ist mein Hauptziel. Ich habe jetzt gerade sehr spontan umdisponiert, um ehrlich zu sein. Ich wollte mehr von Polen eigentlich holen. Wollte Polen-Litauen einfach insgesamt als solches schwächen. Früher oder später wird es hier das Commonwealth, dann wären die noch stärker. Aber der Preis war mir jetzt gerade einfach zu hoch. Also so auf Teufel komm raus. Russland macht Frieden mit der Walachei. Und das denn? Also auf Teufel komm raus, da jetzt gerade wird schon mit minus 40.000 Mann diesen Krieg weiterzuführen. Und die haben Reserven. Russland ist auch schon runter gewesen von seiner Reserve. Also wir hätten noch ein bisschen mehr gewonnen, aber es wäre ganz schön kostspielig geworden, ne? Polen und Litauen haben sich da ganz schön teuer verkauft. Die eine Niederlage da gerade, die tut weh, die tut richtig weh. Das hat mich vielleicht 20.000 Mann gekostet. Deshalb, lass ich die Österreicher das halt hier kurz machen. Flotte wird nicht mehr gebraucht. Die Beziehungen wieder weiter verbessern. Das wird noch eine Weile dauern, bis sie bereit sind, uns zu akzeptieren. Meinung von Burgund über uns. Ja. Okay. Ist auch verlockend. Burgund mag uns. Eine Allianz mit Burgund Frankreich. Das ist auch etwas, über das man durchaus mal nachdenken kann. Nicht jetzt, aber ja, in der Zukunft. So, meine Stacks hier reorganisieren wir. Wer ist denn hier was? Da 2000 Mann, was seid ihr? Ich verteile gerade mal so ein bisschen, um zu sehen, wer hier wie zusammengehört. Kredit können wir wahrscheinlich zurückbezahlen. Nicht, dass wir hier glauben. Nicht, dass wir glauben, wir hätten Geld. Haben wir nicht. Das ist komisch. Wie habe ich denn hier meine ganzen Stacks verteilt? Na, das Chaos können wir gleich mal noch auflösen. Nur um den Gedanken zu Ende zu bringen, ne? Russland ist schon unser mächtigster Verbündeter und es ist die Heilige Allianz. Da sollte man jetzt nicht leichtfertig mit umgehen. Es ist nur ein interessantes Gedankenspiel, hier so einen Block zu schaffen gegen Aragon-Kastilien. Gegen Aragon-Kastilien, ne? Beziehungsweise, wenn wir über Aragon reden, reden wir ja natürlich über das hier, bis hoch nach Mailand. Als Gegengewicht Österreich, Frankreich, Burgund, Savoyen, Byzanz. Ist schon mächtig. Aber nachdem ich mich in so eine Allianz erstmal reingefunden habe, ne, wir haben schon mit einem gebrochen, da will ich nicht so leichtfertig mit umgehen. Das ist was, worüber uns können wir uns mal in der nächsten Folge ein bisschen Gedanken drum machen, wie wir uns jetzt breiter aufstellen. Ich warte jetzt hier natürlich noch ab, bis die Walachei dann auch besiegt ist. Das lasse ich Österreich kurz erledigen. Das mache ich hier gleich mal, löse ich gleich mal auf. Insgesamt so schon mal ein kleines Fazit, ich kann das Tempo mal hochdrehen natürlich dann. Kleines Fazit, ich wollte mehr, ganz klar. So jetzt kein Fehlschlag, letztlich wir haben den Krieg gewonnen, so viel ist klar. Polen hat geblutet, Polen hat auch ein bisschen Land verloren, Litauen hat ein bisschen was verloren, aber nicht der Rede wert. Bessarabien ist schon wichtig als Hafenprovinz, als die Kontrolle der Donaumündung ist auch sehr, sehr wichtig. Wir gewinnen ganz wichtiges Land, ganz teures Land hier. Ja. Guckt es euch an. 9, 6, 5. Das ist fast, sind fast Verhältnisse von Konstantinopel. Das ist gewaltig. Richtig, richtig gutes Land. Das Land, was wir brauchen. Und es ist orthodox. Und wir gewinnen Gold. Ist das nicht schön? Ja, also in diesem Sinne, wir haben was gewonnen. Guckt es euch an. Ja. Wir haben definitiv gewonnen. Wir waren erfolgreich in diesem Krieg.
Wir haben das Ziel nur nicht erreicht. Das Ziel wäre es jetzt gewesen, Polen, Litauen zu schwächen, aber das hätte uns gleichzeitig und uns und die Allianz auch viel zu weit geschwächt. So ein Langkrieg, ja. Ich nehme jetzt lieber das, was ich habe, was ich sicher habe, was ich sicher bekommen kann. Wir müssen die Reserven ein bisschen auffüllen. Das geht jetzt zum Glück relativ schnell. Ja, wir werden noch jetzt neue Kasernen bauen. Gleich mal das Land hier reorganisieren, alles ein bisschen. Und in der nächsten Folge machen wir uns mal Gedanken, wie es weitergehen kann. Ja? In welche Richtung ganz genau, mit welchem Bündnis. Das ist schon verlockend hier. Das sollte man nicht. Das ist ein Gedanken wert. Burgund? Fragezeichen. Ja, das Problem. Burgund hat gar kein Problem mit Russland, aber Russland hat ein Problem mit Burgund. Wäre so ein, auch eine Idee, natürlich darauf ankommen zu lassen. Man geht das Bündnis mit Burgund ein und guckt, ob Russland sich damit anfreunden kann. Ansonsten, die etwas mittelfristigeren Ziele natürlich, Kanda zu integrieren und dann hier auch unseren Außenposten im Schwarzen Meer mit dem Rest, mit dem Mutterland, nennen wir es mal so, zu vereinen. Das heißt, hier wird es noch ein, zwei Kriege geben müssen. Und in einem weiteren Krieg später natürlich weiter gegen Litauen und Polen. Ansonsten die Mamelucken, die dürfen nicht vergessen. Sie sind ganz schön mächtig und kratzen hier so an unser, im Schatten unseres Reiches. Haben sich ganz schön ausgebaut. Darauf sollten wir vorbereitet sein. Aber all das zum gegebenen Zeit in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.